So. Lava muss ich nachgucken, wie weit das jetzt ist. Huch, fließt das zurück oder was? Was für Geräusche hier. Ach so, hier bin ich ja falsch. Ich bin etwas verwirrt. Ist er nicht. Ach, muss ich da runterlaufen? Na, jetzt. Nach oben. Jetzt habe ich wieder keine Tür mitgenommen. Läuft doch immer Lava. Wo muss ich denn die jetzt hinversetzen? Hat auf jeden Fall hier die Fackeln wieder abgebaut. Okay, das heißt nach links muss ich jetzt. Tja, da kugelt gerade eine ab. Eins, zwei. Oh. Das ist eins. Eins nach links. Ah, der fetzt hier durch. Hier ist ja eine Menge Kohle. Ja, hier mich auch. Mann, hier sind Fledermäuse. So, zu. Kann ich hier auch gleich nachgucken. 100% passt. Also einstweilen funktioniert alles. Einstweilen zumindest. Jetzt werde ich noch nachgucken, wie viel Saft hier in den ganzen drinnen ist. So, von hier komme ich gar nicht rein. Hier der läuft, der ist komplett voll. Ist wieder alles durch oder was? Ja. Hier ist er. Achso, den habe ich gar nicht ausgeräumt. Achso, sind die nur 32, das ist egal. Okay, die sind alle randvoll. Das ist ja geil. Das heißt, ich werde die unteren CSU auch alle abreißen und hier auch dran machen. Habe ich Schlüssel eingesteckt? Nee.
wenn ich dir auch alle klauen. Hier, das kommt jetzt wieder hier rein. Du kommst hier rein. Uran. Das habe ich schon weggeräumt, okay. Machen wir das hier fertig. Das funktioniert auf jeden Fall mal. Platz habe ich hier einiges, da kann ich hier die Kabel gleich auch noch mitnehmen. So, dann ist eigentlich irgendwas noch drinnen? Nö, kaum noch was. Achso, wir haben ja da oben auch noch einen Raum mit CSU drinnen. Den mal finden. Ach, da lag sogar noch ein Kabel. So. Da ist er. Nein, ich bin voll. Wo ist denn hier der Erde? Weg damit. Und den Uran, den schmeiß ich auch weg. So. Dann habe ich das hier auch. Wie viel Platz habe ich denn für die Kabel noch? 16. Ein bisschen kann ich noch einpacken. Ein bisschen. Eine 40. Oh, 62, 64. Mehr kann ich nicht rausschmeißen jetzt, weil der Rest muss liegen bleiben. Das sind nochmal 64.
Habe ich überhaupt noch Kupferkabel? Ach so, da sind mir schon welche drinnen. So, dann kommt das hier hin, das dahin, der dahin. Da habe ich zumindest einiges auf Reserve an Strom. Wenn die alle voll sind, die füllen sich ja wahnsinnig auf. So, hier mal gucken. Ja, er nimmt alles, was er brauchen kann. Also er nimmt nicht mal alles. Nimmt gerade mal 42, nimmt er. Mehr braucht er gar nicht im Moment, weil ja die Zigkleinerei und alles noch nicht angeschlossen ist. Waren das echt alles CSU, was wir haben? Mehr haben wir nicht. Naja, dann eben nicht. So, Kabel, Kabel, Kabel. Die kommen hier auch rein. Dann Kupferkabel. Die lasse ich hier mal drinnen. Das kommt hier. Okay, stecke ich ein. So, dann gehen wir. Du kannst auffüllen. Nach oben setzen wir die Pumpe. Hier muss ich mit dem Gang auch noch niedriger gehen. Oder nee, oder? Wieder voll verpackt hier. Ist mir egal. So, dann. Na, dann hau doch ab, du Lappen. Und tschüss. So. Und Motoren. Oder ich lasse den Gang hier so einfach. Stört er fast keinen. Fast keinen. Natürlich das ganze Erz und so müsste noch raus. Muss ich auch noch alle Glasscheiben rausschmeißen. Ist auch schön voll. Ja, soweit sieht jetzt alles gut aus. So, ich wollte jetzt, genau, eine Tür könnte ich mitnehmen. Aber das sind die falschen Türen.